denn, meine Damen und Herren, mit einer sehr deutlichen Ablehnungsempfehlung kommt dieser AfD-Antrag aus dem Bildungsausschuss. Und er hätte ja auch nicht weniger zur Folge als das Ende der Gemeinschaftsschulen, wie wir sie kennen, und damit das Ende unseres vorhandenen Bildungssystems. Und deswegen ist diese deutliche Ablehnung absolut zu Recht erfolgt, meine Damen und Herren. Wir haben heute Nachmittag schon darüber gesprochen, dass das Bildungsministerium Leistung, Chancengleichheit und Wohlbefinden als die Ziele, die in unserem Schulsystem zu verfolgen sind, in den Mittelpunkt stellt. Das ist absolut richtig und das verträgt sich nicht mit Ihrem Gedanken einer Sortierung von Schülerinnen und Schülern in unterschiedliche Sorten Mensch. Aus Ihrer Sicht mag das sinnvoll sein. Ihre Taktik ist ja in Kiel immer vergleichsweise moderat aufzutreten, eben beim Europapunkt schon nicht mehr so, aber in der Substanz harte ideologische Politik aus anderen Ländern zu übernehmen. Und Ihr Kollege aus Baden-Württemberg, ein Dr. Balzer, äußerte sich zum Thema AfD und Schulpolitik wie folgt: Deutsche Schulen stehen in einer sinnvollen Traditionslinie. Das Gymnasium entstand aus der Tradition der akademischen Ausbildung, die Realschule aus der Tradition der Kaufleute und Handelstreibenden und die Hauptschule aus der Tradition der Handwerker. Wenn wir diese Tradition ernst nehmen und behutsam weiterentwickeln, um die alle Welt uns beneidet, werden wir Erfolg haben. Und genauso ist es eben nicht, meine Damen und Herren. Das Ständewesen ist abgeschafft. Das war ja genau das, was PISA am deutschen Bildungssystem am schärfsten kritisiert hat, nämlich die Abhängigkeit der Bildungs- und Lebenschancen von der sozialen Herkunft. Und das scheint das zu sein, was Ihre Partei wiederherstellen will. Ich will nicht in Abrede stellen, dass es Ihnen gelungen ist, mit diesem Vorwärts in die 60er Jahre Parolen die üblichen Verdächtigen in der Anhörung zu mobilisieren und auch zustimmende Stimmen zu enthalten. Es gibt ja ein paar Leute, denen die Bildungsgesetzreformen der vergangenen 10 Jahre ein Dorn im Auge sind. Aber zum Beispiel vergeben wir in Schleswig-Holstein schon längst keine Haupt- und Realschulabschlüsse mehr. Und wer einmal in seinem Leben eine Gymnasialklasse wirklich einen Tag lang begleitet in die unterschiedlichen Fächer, der verliert sofort den Glauben an die homogene Lerngruppe. Gucken Sie sich mal die gleiche Klasse im Sportunterricht, im Mathematikunterricht und im Deutschunterricht an. Das sind völlig unterschiedliche Welten, die Sie da erleben, und hat mit homogener Lerngruppe überhaupt nichts zu tun. Ihr bildungswissenschaftlicher Kronzeuge ist Ihnen unterwegs abhanden gekommen. In der Antragsbegründung zitieren Sie Professor Esser, der hat deutlich gemacht, dass seine Untersuchung sich auf die 17. Legislaturperiode bezog, also die letzten Schulgesetznovellen überhaupt gar nicht einbezogen hat. Und die von Ihnen erwartete Herzlichkeit Ihrem Antrag gegenüber ließ er jedenfalls deutlich vermissen. Und das war auch gut so. Paragraph 43 des Schulgesetzes hat Kollege Lohse schon referiert. Endlich stehen wir mal Seite an Seite hier bei einem Thema. Es gibt bereits heute schon Möglichkeiten zu differenzieren, aber im Rahmen der Gemeinschaftsschulidee, wie wir sie heute haben. Ja, zum Glück ist gleich vorbei. Mit dieser Bestimmung ist ein ausreichendes Maß an pädagogischer Flexibilität geschaffen worden und es gibt den Gemeinschaftsschulen die Möglichkeit, so zu arbeiten, wie Sie das für richtig finden. Die Gemeinschaftsschulen sind Schulen des gemeinsamen Lernens. Sie sind und bleiben für die Eltern hochattraktiv. Und wenn Sie vor der schwierigen Entscheidung stehen, welche weiterführende Schule es für Ihr Kind nach der Grundschule sein soll, dann ist es eben häufig die Gemeinschaftsschule, für die sich entschieden wird. Das Modell, das Sie sich wünschen, wäre ein Schritt in die Vergangenheit. Es würde die Gemeinschaftsschulen nicht nur schwächen, es würde sie ihres Wesenskerns berauben. Es wird deshalb niemanden wundern, dass auch wir der Empfehlung des Bildungsausschusses heute zustimmen. Und der Kollege Lohse, damit das mit der Gemeinsamkeit nicht zu weit geht und zu lange dauert, beende ich 1 Minute vor Schluss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.